Trekkingtour, Wandertour oder Biketour. Nichts geht ohne Rucksack. Bei Globetrotter in Hamburg gibt es allein 20 verschiedene Trekkingmodelle. Zig Damenmodelle, eine Riesenauswahl an Tagesrucksäcken. Aber vor allem gibt es dort eine gute Beratung. Stefan Kluge ist der Rucksackexperte. Er weiß, worauf es ankommt. Die erste Frage, die ich dem Kunden stelle, wenn er in den Laden kommt und sagt, ich hätte gerne einen Rucksack, ist, wo geht's hin? Was genau hast du vor? Und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ein Trekkingrucksack, der wirklich für eine große Trekkingtour ist, also mit Schlafsack, mit Zelt, mit Kocher, mit allem. Ein Tourenrucksack ist ein bisschen kleiner, ist eher für Hüttentouren gedacht, also von Unterkunft zu Unterkunft. Oder eben vielleicht einfach nur ein Tagesrucksack für eine schöne Tageswanderung oder auch für eine Biketour in dem Fall. Für jeden Einsatzzweck gibt es wiederum viele verschiedene Modelle. Jetzt kommt es darauf an, welcher am besten sitzt. Für die richtige Einstellung nimmt sich der Experte viel Zeit. Was genau hast du vor? Wo willst du hin? Eine kleine Trekkingtour. So mit Zelt und Koffer und Schlafsack. Da würde ich dir gerne mal zum Beispiel den Rucksack hier zeigen. Ist ein spezielles Damenmodell. Ja, den würde ich dir gerne einmal aufsetzen. Und dann schauen wir mal, wie du den so findest. So, jetzt muss der Hüftgurt ungefähr mittig auf deinen Beckenkamm. Weißt du, wo dein Beckenkamm ist? Hier. Der seitlich höchste Punkt deines Hüftknochens, genau. Genau. Und wirklich richtig fest zuziehen. Sind beide Seiten ungefähr gleich schwer, gleich unangenehm? Ja. Gut. Dann sind hier oben zwei Riemen, die Lageverstellriemen. Mit denen hole ich den Rucksack an deinen Körper ran. Dann sind hier unten zwei Riemen, die Stabilisierungsriemen. Die sorgen dafür, dass der Packsack unten nicht so hin und her schaukelt beim Gehen. Die ziehe ich ebenfalls leicht an. Und wenn ich das alles festgezogen habe, dann kommt der entscheidende Moment für den Rucksack. Ich öffne die beiden Schulterriemen wieder. Und jetzt hast du halt einen Großteil des Gewichts nicht mehr auf den Schultern liegen, sondern auf der Hüfte, da wo es hingehört. Die Rucksäcke sind alle realistisch gepackt. Alle sind unterschiedlich schwer. Jetzt heißt es ausprobieren und marschieren. So, wie war's? Oh, ganz gut. Klasse. Also ich glaube, damit kann ich zurechtkommen. Die Hauptlast wird mit dem Becken getragen, nicht mit den Schultern. Wichtig ist die richtige Einstellung. Doch wer bei Globetrotter einen Rucksack kauft, bekommt ihn individuell perfekt eingestellt. Ein anderer Aspekt ist die Verarbeitung. Bei uns im Laden finden grundsätzlich zwei verschiedene Materialien Verwendung. Das eine ist Polyester, das andere Nylon. Die Nähte sind bei eigentlich allen Rucksäcken grundsätzlich verstärkt, zumindest überall da, wo Belastungsstellen auftreten. Das hat leider auch zur Folge, dass genau da, wo die Nähte sind, auch Wasser in den Rucksack reinläuft, durch die Nahtlöcher. Deswegen sollte man möglichst über jeden Rucksack, wenn es geht, eine Regenhülle rüberziehen, wenn man dann länger im Regen laufen muss. Eine weitere Möglichkeit ist ein wasserdichter Innensack. Beim Packen muss man darauf achten, dass man den Platz so gut wie möglich ausnutzt. Grundsätzlich ist es so, dass die leichten Sachen möglichst nach ganz unten und ganz außen sollen und die schweren Sachen schulterhoch, dicht an den Rücken und möglichst natürlich zentrisch. Wir fangen normalerweise mit dem Schlafsack an und der wird nicht in der Verpackung in den Rucksack reingestopft, weil die Verpackung in dem Fall mehr Platz kostet, als sie bringt und wird dann einfach von oben mit einem Büschelschwung reingestopft. Dann geht's los mit Bekleidung, die man tagsüber wohl nicht brauchen wird. Der Kocher und den Brennstoff brauche ich tagsüber auch nicht, kommen auch relativ weit nach unten. Das letzte Ausrüstungsteil, was im Rucksack verteilt werden muss, ist das Zelt. Je nach Größe des Zeltes ist es natürlich am schönsten, wenn man das Zelt reinpackt oder respektive, was die meisten Leute machen, sie packen das Zelt zwischen den Hauptpacksack und den Deckel. In der Regel wird eher zu viel als zu wenig eingepackt, weiß Stefan aus Erfahrung. Dann heißt es eben schleppen. Entscheidend für das Gewicht eines Rucksacks ist vor allem der persönliche Trainingszustand. Eine klare Faustregel gibt es nicht. Es wird von der Bundeswehr empfohlen, dass die Leute nicht mehr als ein Drittel ihres eigenen Körpergewichts tragen sollen. Das halten wir für ziemlich überzogen, weil 33% ist eine ganze Menge. Wir empfehlen für normal durchschnittlich trainierten Wanderer auf keinen Fall mehr als ein Viertel, also 25% des eigenen Körpergewichts. Das lässt sich für jeden eigentlich noch ganz gut tragen und mit ein bisschen Training dann auch berghoch, bergrunter gut bewältigen. Die Lebensdauer eines Rucksacks liegt so zwischen 7 und 9 Jahren. Vorausgesetzt, er wird richtig gepflegt. Damit man lange was von seinem Rucksack hat, sollte man ihn natürlich auch ein bisschen pflegen, respektive ein paar Dinge bei der Lagerung beachten. Ganz wichtig ist, den Rucksack nie in die Waschmaschine, dann ist der Rucksack nämlich danach kaputt. Die Beschichtung geht kaputt, der Rucksack selber leidet sehr stark darunter, sollte man nie machen, auch nicht bei Tagesrucksäcken, das mögen die Rucksäcke gar nicht haben. Für einen guten Rucksack muss man ca. 200 € bezahlen.
Doch spätestens nach der ersten Tour weiß man diesen Wert zu schätzen.